Ein letzter Blick auf das Bett. Gleich wird das Ganze komplett zerlegt und dann werden wir versuchen, alles so gut es geht zu recyceln und Bettteile zu verwenden, damit wir im neuen Bett nicht so viel kaufen müssen bzw. das Holz wiederverwenden. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben das alte Bett rausgemacht, alles hat wunderbar geklappt. Wir versuchen jetzt alle Teile, wie gesagt, irgendwie wieder zu gebrauchen. Insbesondere die Auszüge, die habe ich jetzt schon ein Stück nach hinten versetzt, weil das Ganze etwas kompakter wird und einfacher. Gleich schneiden wir den neuen Bettrahmen zu, aber vorher wollte ich euch noch was zeigen. Hier in dem Bereich kommt jetzt auf jeden Fall noch so eine kleine Abtrennung hin. Das wird quasi wie eine Verlängerung von unserem Arbeitsbereich. Das heißt hier, der Tresen, der geht dann hier weiter. Hier rum und hier ist ja unsere Kochstelle, die nachher hier hochgezogen wird. Und so soll das dann nachher aussehen, dass quasi da das Bett ist im eingeschobenen Zustand. So könnte man theoretisch darauf chillen. Hier aber die Theke wäre und man könnte eventuell Getränke oder Essen hier drauf abstellen. Und oder quasi beim Kochen sich irgendwie den Platz zunutze machen. Hier liegen schon mal die Quer- und Längsbalken, die gleich da oben hin angepasst werden. Den Zuschnitt machen wir auf jeden Fall auch gleich. Wie man sieht, habe ich die Schiene jetzt recht mittig auf das Grundgerüst, dieses Rechteck von unserem Bett draufgesetzt. Und zwar war ich vorher ganz vorne mit den Schienen, jetzt habe ich ein Stück versetzt. Wir wollen hier eine kompakte, zusammengeschobene Betthälfte haben, die dann quasi nach vorne nochmal ausgezogen werden kann. Okay, los geht es mit dem Zuschnitt der Querbalken und dann der Längsbalken. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. So, was ist das für ein Wetter? Gerade eben noch trocken und alles sonnig und auf einmal schüttet es einfach runter. Das ganze Werkzeug weg, schnell alles abräumen und dann ab in den Bus rein. Ich hoffe, das geht jetzt gleich wieder weg. Aber sieht nicht so aus. Apropos Bett und Schlafen. Ich würde sagen, wir nutzen kurz die Zeit. Die meisten von euch, die Hunde oder Katzen haben, kennen das Problem. Wenn die liebsten Tiere am liebsten bei uns im Bett schlafen oder sonst irgendwie auf Couch oder Sessel.
Wir handeln das normalerweise so, dass Gerda unten auf ihrem Platz schläft, aber ja, je nachdem, wo wir unterwegs sind, kommt sie auch mal morgens ins Bett und dann haben wir natürlich das Problem, dass überall so pieksende Haare von Gerda sind. Wir haben die Möglichkeit gehabt, diesen schicken, beutellosen Staubsauger zu testen. Das ist der Rowenta X-Force Flex 1160. Sieht irgendwie voll abgespaced und futuristisch aus, aber ich sag euch, das Ding ist ein reines Männerspielzeug. Wir haben hier noch zusätzlich das Animal Kit dabei. Was es kann und wie das ausschaut, seht ihr jetzt. Besonders interessant ist natürlich dieser Aufsatz, der dafür sorgt, dass Tierhaare auf jeden Fall auch von Polstern oder Möbeln verschwinden. Wir haben hier so eine Turbobürste, die sich dreht, wenn man den Sauger einschaltet, und natürlich vorne so ein LED-Licht, was leuchtet. Mir ist klar, das Ding ist ja nicht nur für die Polster oder für die Sitze da. Während wir hier natürlich das neue Bett bauen, entsteht auch sehr viel Dreck und Staub. Vor allem, weil wir überwiegend mit Holz arbeiten und das macht nun mal viel Dreck. Man kann den Industriesauger holen oder natürlich den neuen Sauger hier. Ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, was das Ding mit dem groben Schmutz macht. Schaut selbst. Auch eine ganz coole Funktion finde ich dann diesen Flex-Push-Knopf, sage ich mal. Wenn man drauf drückt, können wir hier unser Saugrohr in zwei Teile trennen und sind dann ein bisschen flexibler. Das würde für uns bedeuten, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit hier so runter, wir können dann einfach etwas knicken und ganz einfach auf den unteren Bereich saugen. So, ein neuer Tag. Gestern ist es richtig regenreich zu Ende gegangen und nicht mehr so viel gemacht, wie ich eigentlich wollte. Und heute geht es um die Latten, die quasi die Liegefläche bilden. Ich habe das gerade schon ausgemessen und dann schon mal geschaut, wie viele wir insgesamt zuschneiden müssen. Und das werden wir dann auch gleich machen. Aber zuerst erstmal Kaffee. Da ist noch ein Schluck drin. So, also, wir werden gleich das Ganze hier ordentlich aufteilen, damit wir eine insgesamt symmetrische Aufteilung der Latten haben, auf denen wir liegen werden, und das Ganze wird dann hier platziert. Insgesamt wird das Bett dann wieder 2 Meter auf 1,35 Meter sein und ist ein bisschen kleiner als das Bett im Video. Da hatten wir 1,40 Meter Breite und aber letztes Mal beim Schlafen haben wir jetzt nicht wirklich einen Nachteil dadurch gesehen und deswegen bleibt das jetzt auch so. Außerdem ist die Wand hinten schon drin, das wird sowieso nicht gehen, um das zu vergrößern. Ich bin noch nicht so ganz motiviert, aber ich denke, wir legen jetzt mal los.
Okay, wir haben hier den hinteren Querträger, der quasi dann hier hinkommt. Den machen wir dann fest mit Scharnieren, dass man quasi nachher das Ding auch mal hochklappen kann, um was weiß ich, darunter klettern zu können. Das war bei dem vorherigen Konstrukt auch nicht so. Hier habe ich jetzt die Aufteilung übernommen, indem ich das einfach aufgelegt habe und mir die freien Stellen quasi markiert habe. Dadurch habe ich das jetzt hier auf dieser Schiene. Die werde ich jetzt jeweils mit einer Schraube noch befestigen, damit wir ungefähr so wissen, wie alles funktioniert. Wenn alles top läuft und wir auch ein Probeliegen gemacht haben, beziehungsweise wir wollen nochmal eine Probenacht in dem Bus auf dem neuen Bett verbringen, wenn das alles passt, wird dann alles auseinandergebaut, es ist alles vorlackiert, dann schleifen wir nochmal alles an und werden die zweite Schicht der Lackierung auftragen und sind soweit durch mit dem neuen Bett. So, hier kommt natürlich noch eine Querverbindung drauf, damit der zweite Teil auch hier vorne eine Stabilität bekommt. Und wie man sieht, die sind jetzt natürlich alle beweglich, aber wir können schon mal hier ungefähr sehen, wie das Ganze funktionieren wird. Und zwar, dass wir hier quasi immer nur das vordere Teil hin und her gleiten lassen und das hintere Teil auf der Querstrebe vom vorderen Teil abgestützt wird. Ne? So schaut es aus. So, Freunde, nicht wundern, es ist alles noch nur mit einer Schraube festgezogen oder mit zwei teilweise.
Und zwar hat es einen ganz einfachen Grund. Wir werden jetzt erstmal eine Übernachtung machen in diesem Bett und dann werde ich schauen, ob das alles passt, wie ich mir das vorstelle. So, der Trockenlauf ist hier schon mal ganz gut gewesen. Es geht sehr schnell und vor allem sehr, sehr einfach. Das war uns wichtig, weil ihr kennt das, wenn man unterwegs ist, es regnet oder so und man hat gar keinen Bock, noch ewig das Bett aufzubauen. Das hier sind jetzt insgesamt 3 Schritte. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich überhaupt noch unten so einen Stützfuß integriere wie letztes Mal oder ob ich jetzt irgendwie hier diesen Kasten nutze, den wir sowieso hier unten haben. Das heißt, der hier, ob ich jetzt irgendwie diese Klappe hier dafür benutze. Das müssen wir mal gucken. Lass mir noch irgendwas einfallen, ansonsten sind wir soweit fertig. Das Bett muss nur noch insgesamt lackiert werden. Es ist jetzt eine Schicht aufgetragen worden. Aber ich denke, das mache ich auch erst, nachdem wir die erste Übernachtung hinter uns haben und ich genau sehe, wo dran hängt es oder wo hackt es. Und dann ist wieder mal ein großer Teil geschafft.